Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel und zwar vom 23. bis zum 29.11. schon. Und da ist schon wieder fast der November zu Ende, wow. Und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zur neuen Wochenbotschaft, wenn du das erste Mal hier bei mir gelandet bist. Mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich begleite Menschen dabei, ihre spirituellen Talente mehr und mehr zu entfalten. Und zwar durch die Energiearbeit, durch die aktive Anwendung der Energiearbeit. Und das lehre ich durch meine Ausbildungen. Und falls du Lust hast, im Januar startet wieder meine Ausbildung zum spirituellen Coach, wo du auch die ganze Energiearbeit lernen kannst, also auch den Chakrenausgleich, wie du Fernbehandlung machst und wie du mit den Energien für dich und andere arbeitest. Ja. Ja, und heute ist das erste Mal auch mein Kartenset da. Also die Karten sind angekommen, sind aber allerdings noch nicht im Shop, weil das dazugehörige Pendel, was es im Set geben wird, noch nicht da ist. Aber es wird, denke ich, nächste Woche auch kommen und dann geht es auch in den Shop. Und ich möchte heute auch energetisch natürlich mit den neuen Karten arbeiten und werde uns dann auch noch eine Karte ziehen, wo ich nachher im Anschluss von dem Reading noch eine Energiearbeit für uns machen werde. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Karten für die nächste Woche. So, ihr Lieben, und ihr seht, es wird hier auch schon so ein bisschen weihnachtlich. Und ja, wird schon Zeit für den Adventskranz. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das schon alles fertig hat. Es gibt wieder zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr seht, in der Mitte habe ich wieder zwei Karten hingelegt, auch eine Kollektivbotschaft für uns alle. Und da habe ich meine neuen Karten, um zu gucken, welchen energetischen Raum können wir uns anschauen in der kommenden Woche. Und die Karte von der lieben Daniela Schnorr-Barwig, das Edelstein-Engel-Geflüster. Und zwar sehen wir da, welcher Edelstein uns von der Energie her in der kommenden Woche auch begleitet. Und dann geht es auf der rechten Seite weiter, auch wieder noch zusätzlich eine energetische Reinigung der Engelkarte. Das goldene Licht, die Urkraft der Engel, eine Karte von der lieben Peggy Hedrich-Wolf und nochmal eine Edelsteinkarte für euch im Einzelnen. Ja, die rechte Seite haben wir den Selbstliebe-Diamanten. Die sind jetzt wirklich auch leer. Ich glaube, es sind noch zwei Stück da und auch von den Schutzdiamanten noch zwei oder drei. Sind wirklich dann auch raus. Und das ist die linke Seite. Ja. Entscheide dich da ganz spontan aus dem Bauch heraus, für welche Seite dein Herz schlägt. Und du spürst das sicherlich ganz deutlich. Ja. Du kannst auch zum Beispiel den Tannenbaum noch mit einbeziehen oder die Kerzen auf der linken Seite. Was spricht dich mehr an? Das kann durchaus sein, dass du da noch irgendwie so einen Impuls bekommst. Portaltage haben wir übrigens auch in der Woche gleich zwei, und zwar am 23. und am 25. Da wisst ihr ja, ich habe das Portaltage-Orakel auch eingestellt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann schau es dir gerne noch im Nachgang an. Da siehst du dann auch immer, was das Thema des Tages ist, und da ist auch nochmal eine Energieübertragung für euch drin. Falls du an diesem Tag Schwierigkeiten hast, dann mach gerne auch diese Energieübertragung aus dem Video. Ja, und ich starte mit der Kollektivbotschaft. Reinigung der Engel. Welcher Raum ist wichtig für uns? Und das ist der Raum der Verletzungen. Ja, und da wird uns auch gesagt, ich vergebe dir und mir. Wir sind frei. Das heißt, es können sich nochmal solche Themen zeigen, die mit Verletzungen zu tun haben, mit alten Sachen. Ja, wir sind immer noch im November. Skorpion, ja, da können wirklich ganz alte Themen nochmal auch hochkommen. Vielleicht auch im partnerschaftlichen Bereich oder auch allen anderen Bereichen, wo Verletzungen stattgefunden hat. Kann also gut sein, dass sich da nochmal was zeigen wird. Und die zweite Karte fürs Kollektiv ist die Edelsteinkarte. Welcher Edelstein begleitet uns? Und da haben wir den Rhodonit.
Ich vergebe dir und anderen. Es ist Zeit, das Vergangene loszulassen und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Wow, ja, das ist natürlich mal krass. Der Raum der Verletzungen in Kombination mit dem Rhodonit, ne, wieder sehr, sehr passend. Ja, und es geht wirklich um Vergebung. Ja, hier bei meiner Karte war auch, ich vergebe dir und mir. Hier geht es auch wieder um die Vergebung, vergebe dir und anderen. Wow, ja, das ist das Thema der Woche. Schaut da auch gerne mal, was da genau los ist. Wenn es gleich zweimal fällt, dann hat es natürlich nochmal eine verstärkte Bedeutung. Ja, da können wirklich nochmal alte Themen hochkommen. Fühlt sich auch von der Energie her so an, gerade jetzt auch vom Neumond noch her. Die Energien finde ich immer noch so, die schwingen immer noch so ein bisschen mit rein. Und ja, da können wirklich nochmal alte Themen auch hochkommen. Ja. Und ich starte jetzt mit der linken Seite. Wenn du dich für die Kerzen und den schwarzen Schutzdiamanten entschieden hast, dann starte ich auch wieder mit den neuen Karten, energetische Reinigung der Engel. Und da gucken wir mal. Bei euch fällt noch der Raum deiner Vitalität. Ich bin fit und gesund, ja. Also kümmere dich in der nächsten Woche auch so ein bisschen um deine Fitness. Ja, vielleicht hast du in der letzten Zeit ein bisschen wenig Sport gemacht. Ist auch ein bisschen schwierig. Die Fitnessstudios sind, glaube ich, auch meines Wissens ja geschlossen. Aber mach auch vielleicht Sport für dich alleine. Ja, geh laufen. Also tu etwas für deine Fitness, für deine Vitalität. Wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann ist das sicherlich so der Hinweis, wieder ein bisschen mehr zu tun. Als nächstes gucken wir uns mal die Edelsteinkarte von der Dani für euch an. Und da zeigt sich nochmal der Önix. Und verbinde dich mit deinem höheren Selbst. Zentriere dich und fühle die mächtige Stärke, die du in dir trägst. Ja, es geht also wirklich nochmal um das hohe Selbst, dich damit zu verbinden. Und auch wenn wir Sport machen, ja, die Engel geben mir auch immer diese Info durch, wenn wir Sport machen, dann sind wir auch freier für die Verbindung zum Beispiel mit den Engeln, für die Kommunikation mit der geistigen Welt, für die Kommunikation mit den Engeln, wenn wir regelmäßig auch Sport treiben. Ja, gesunde Ernährung, all das zählt dazu. Und ich finde, das passt nochmal auch mit dieser Botschaft von dem Önix, verbinde dich mit deinem höheren Selbst, ja, und da kriegen wir ja dann auch die Botschaften. Also bei euch steht auch wirklich eine Verstärkung der Kommunikation mit der geistigen Welt in der kommenden Woche auf jeden Fall an. Vielleicht bist du da auch schon auf dem Weg oder hast da schon Fortschritte irgendwie auch gemacht. Dann schauen wir uns die Urkraftkarten an für euch. Und da geht es nämlich auch um die Seelenheilung. Wow, wie schön. Ich glaube an meine Seelenheilung von Anbeginn der Zeit. Ne, also da ist wirklich was auf dem Weg, wenn man das in Kombination mit den Karten sieht. Ist da was am Wuseln? Ja, es geht wirklich um eine andere Ebene, um eine höhere Ebene, wo noch eine Heilung geschehen will. Also eine energetische Heilung, ja, wenn ich von Heilung spreche, ist es immer natürlich die energetische Heilung des Energiesystems gemeint. Dann haben wir noch das goldene Licht. Und da zeigt sich nochmal das Beziehungsthema für euch. Ja, kann auch gut sein, dass da in Beziehungen was in Heilung gehen will. Wir haben ja auch die Vergebung, ja, für das Kollektiv. Und es kann wirklich sein, dass dich da nochmal was reinigen möchte. Ich sehe dich, wie du bist und akzeptiere dich. Vielleicht musst du auch einfach die Meinung des anderen besser akzeptieren. Es kann gut sein, dass du da nochmal genauer hinschauen musst, ja. Beziehungsthema kann aber natürlich jetzt auch Freundschaften betreffen. Das muss jetzt nicht unbedingt die Partnerschaft sein. Das kann auch durchaus in Freundschaften sein, dass du da nochmal genauer hinschauen sollst einfach. Und jetzt haben wir noch die Stichwortkarte von der lieben Peggy Hedrich-Wolf. Ja, und da geht es um die Bereitschaft. Ja, du bist wirklich auch bereit, jetzt die nächsten Schritte zu tun. Ne? Egal in welcher Beziehung das jetzt ist. Reinigung, Beziehungsthema und Seelenheilung. Also diese nächste Stufe, von der ich da gesprochen habe, die kommt. Ja, bereit, kann losgehen. Es kann auch sein, dass du schon längere Zeit ein Projekt vorhast, vielleicht auch in der Selbstständigkeit. Dann hast du dich vielleicht immer nicht getraut.
Und die Energien wechseln jetzt, die wechseln und du kommst jetzt in diese Bereitschaft, ja, vielleicht auch in die Bereitschaft, sichtbar zu werden. Großes Thema im Moment auch bei vielen. Wenn du die linke Seite gewählt hast, dann geht das jetzt los und du wirst merken, du traust dich jetzt auch, diese Schritte zu gehen. Ne? Seelensternchakra liegt hier auch bei euch, der Seelenstern und das Kausalchakra. Diese drei außerkörperlichen Chakren, die ja auch über unserem Kopf sind, stehen natürlich auch dafür, ne? Für diese ganze Verbindung, für die Verbindung mit der geistigen Welt und auch die, ja, die Botschaften, die du empfangen kannst, dass sich das alles nochmal verstärkt. Die stehen wirklich für die oberste Anbindung unseres ganzen Energiesystems. Und ja, das, also da kommt wirklich eine nächste Stufe. Freu dich da auch drauf, weil ja, da fühle ich auch so, die Kommunikation wird sich wirklich verbessern, dein Bauchgefühl wird sich verstärken, ja, die Verbindung mit deinem hohen Selbst. Und wenn wir die Verbindung mit unserem hohen Selbst wirklich fest und stabil haben, dann, ja, dann wird sich so einiges in unserem Leben auch ändern. Und das steht jetzt bei euch an, also freut euch, ich finde es eine ganz, ganz schöne Energie auf der linken Seite. Ja, wow, dann gehen wir auf die rechte Seite. Energetische Reinigung der Engel für euch. Oh, und ich liebe dieses Kartenset jetzt schon so. Ihr merkt, ich bin schon wieder ganz verliebt, wie bei all meinen Sets eigentlich. Aber die haben wieder eine ganz andere Energie und natürlich stehen sie für ein ganz besonderes Thema. Und da geht es um den Raum deines Berufes, den du dir anschauen darfst. Und ich lebe meine Lebensaufgabe jeden Tag. Ja, da kann es auch sein, dass du im Beruf mehr wieder in deine Lebensaufgabe noch reinkommen sollst, noch mehr reingehen sollst. Das kann im Angestelltenverhältnis sein, dass da wirklich andere Themen auf dich zukommen, aber natürlich auch, wenn es um deine Lebensaufgabe geht, wenn du dich selbstständig machen willst, kann es natürlich auch das betreffen, dass du da jetzt auch den nächsten Schritt machst. Ne? Das kann wirklich ganz, ganz gut sein. Dann haben wir den Edelstein für euch hier auf der rechten Seite. Und da zeigt sich die Koralle für euch. Erinnere dich immer daran, du bist beschützt und geführt. Glück und Liebe begleiten dich zu deiner Urkraft. Ja, also da geht es um deine Urkraft, die auch jetzt zurückkommen möchte. Du hast auch das Selbstliebe, den Selbstliebe-Diamanten da. Geht es wirklich um diese Urkraft, um diese Mitte, um die Selbstliebe, um die Stabilität. Ja, da liegt auch das Solarplexus-Chakra bei dir. Das ist ja auch diese innere Mitte. Ne? Das ist immer alles kein Zufall, wie sich das auch zu den Karten hinlegt. Ja, die Energien von den Chakrenhalbkugeln fließen auch immer zu euch jetzt, zu der jeweiligen Seite, die du gewählt hast. Ja, vielleicht spürst du auch die Energien. Es sind auch alles Energiekarten, auch die Edelsteinkarten von der lieben Dani. Und diese Energien fließen auch während des ganzen Readings für dich. Und ja, geht auf jeden Fall um Urkraft. Dann machen wir gleich weiter mit den Urkraftkarten und gucken mal, was da zu dir will. Und da zeigt sich auch das 4D-Bewusstsein, ja. Mein 4D-Bewusstsein erwacht und ich bin im Hier und Jetzt. Ja, das heißt wirklich, du bist also größtenteils jetzt schon im 4D-Bewusstsein. Viele Menschen sind im Jahr zwischen 3D und 4D-Bewusstsein. Und das 4D-Bewusstsein ist wirklich dadurch gekennzeichnet, auch dass du mehr im Hier und Jetzt bist, dass du immer weiter aus der Bewertung rausgehen kannst, dass du alles so akzeptieren kannst, wie es ist. Das ist so deine Aufgabe auch für die kommende Woche, vielleicht auch wenn etwas nicht funktioniert im Beruf oder auch in anderen Dingen, dass du wirklich zum Beobachter wirst. Ja, beobachte einfach die Dinge und werte nicht. Das ist ganz wichtig für euch in der kommenden Woche, dass du da wirklich komplett rausgehst. Ja, und desto mehr wir in dieses 5D-Bewusstsein reingehen, ja, desto egaler wird das, desto mehr können wir wirklich einfach bewerten und es triggert uns auch nicht mehr so. Ja, wir sind wirklich im Frieden, in Liebe mit allem, was einfach ist. Ja, und das ist ganz interessant. Jetzt zeigt sich nämlich auch noch die Kristallkarte Reinigung, Co-Abhängigkeiten. Ja, da geht bei dir auch noch was raus. Co-Abhängigkeiten kann viel mit gemeint sein. Es kann natürlich auch damit gemeint sein, eine finanzielle Co-Abhängigkeit, ja, vielleicht ist die bei dir gegeben, oder eine emotionale Co-Abhängigkeit. Das kann beides damit gemeint sein.
Und ich erkenne und löse auf. Ich bin frei von Abhängigkeiten. Es geht wirklich bei dir darum, dich von allen Abhängigkeiten jetzt zu befreien. Und du bist da auch auf einem guten Weg. Da ich jetzt das auch den Raum des Berufes gezogen habe, schau dir auch mal den Raum deines Berufes an. Ja, fühlst du dich da drin noch wohl? Ja, ich mache ja auch die Coachings immer gerne mit den energetischen Räumen. Und da kann man auch super gut dran arbeiten, ne? Auch mit den Karten. Aber wenn du auch Unterstützung brauchst, dann melde dich auch gerne und wir schauen uns einfach mal den Raum deines Berufes an, ja, und verändern den auch. Und dann tut sich wirklich auch was im Außen. Habe ich schon ganz, ganz tolle Sachen erlebt, die dann plötzlich passieren, Türen, die aufgehen, wenn man energetisch an diesen Dingen arbeitet. Ja, da kann man auch alle Räume, alle Lebensbereiche, ja, jeder Lebensbereich hat einen energetischen Raum, an dem du arbeiten kannst. Und ich tue das halt eben mit meinen Engelenergien sehr gerne. Und dann, ja, öffnen sich einfach auch Türen. Dann haben wir die letzte Karte für euch auf der rechten Seite. Und da haben wir noch ein Stichwort für dich und das ist die Offenheit. Ich bin offen für alles, ja. Also ändere auch deine Meinung, wenn du vielleicht sonst immer so warst und ja, dir selber irgendwie was immer ausgeredet hast. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. All diese Sachen, wenn es um Thema Beruf geht, ja, Co-Abhängigkeiten geht. Sei jetzt wirklich offen für die Veränderung, die zu dir will. Ja, das ist wirklich auch auf dem Weg zu dir. Ne? Und was ich jetzt auch gerade so noch deuten will, du hast ja den Baum hier. Ne? Du hast den Baum ja gezogen. Wo, jetzt fällt er mir aus der Hand. Und der Baum, der steht ja auch immer für den Wachstum, ja, für die Verwurzelung, für das Urvertrauen, für die Sicherheit. Es geht in dieser Woche um deinen Wachstum. Ja. Wachstum in die Mitte kommen und auch das Bauchnabelchakra liegt hier daneben. Ne? Bauchnabel und Solarplexus liegt hier bei dir. Also das ist wirklich so, es ist jetzt Zeit, in deine Mitte zu kommen, wieder Kraft zu tanken, die vielleicht dir so ein bisschen abhanden gekommen war. Spüre ich schon, dass da so ein bisschen wieder, ja, du kannst wieder aufladen, ne? Mit positiver Energie. Ja. Vielleicht machst du auch selber Energiearbeit, dann ja, gönn dir da auch mal mehr wieder die Selbstbehandlung oder geh mal wieder zu einer energetischen Behandlung, Reiki, was es da auch alles gibt, würde dir sicherlich auch gut tun. Ja, ihr Lieben, und jetzt würde ich gerne die Energieübertragung für euch machen. Und wir haben ja vorhin die Karte Raum der Verletzung fürs Kollektiv gezogen. Und trotzdem möchte ich jetzt aber auch noch eine Karte ziehen für dich, für dein spezielles Thema, was du hast. Und würde auch mit den neuen Karten natürlich gerne arbeiten. Und es gibt bei den neuen Karten die virtuellen Räume und die echten Räume. Ja, also du kannst mit den Karten auch an deiner Wohnung, an dem Grundriss deiner Wohnung oder deines Hauses arbeiten. Und das sind diese Karten hier. Da ist wirklich, da gibt es eine Karte, nehmen Sie mal gerade raus, gibt es Karten für jeden einzelnen Raum, wo du dann deinen Grundriss deiner Wohnung oder deines Hauses aufzeichnen kannst und die Karte für dich energetisch arbeitet. Ja, so der Raum, das Wohnzimmer jetzt hier zum Beispiel, wird mit der Erde verbunden und gleichzeitig mit dem Himmel verbunden und wird gereinigt. Ja, und dazu dient dann zum Beispiel auch noch der passende Pendel, den ich hierzu entworfen habe, auch aus Orgonit. Und dann kann man den Raum zusätzlich mit dem Pendel noch reinigen. Das ist eine super, super gute Kombination. Leider kann ich euch das Pendel noch nicht zeigen. Die sind noch in Produktion. Aber sie kommen bald und ich freue mich schon richtig drauf. Und da die sehr, sehr hochwertig sind, wird es es auch diesmal im Set geben. Also die konnte ich jetzt nicht kostenlos dazulegen, weil die wirklich sehr wertig sind. Und im Set habe ich euch aber trotzdem dann noch das Angebot gelassen, dass ihr die, wenn du es mit der Karte zusammenkaufst, 20 Euro günstiger bekommst, das Pendel. Aber du kannst die Karten natürlich auch mit deinem Pendel, das du eh schon hast, verwenden, natürlich, auf jeden Fall. Ja, nur dieses Pendel habe ich halt speziell für das Kartenset entworfen und ich kann natürlich jetzt mit euch nicht an den echten Räumen arbeiten, deswegen lege ich die Karten jetzt mal zur Seite und ich ziehe euch eine Karte von den virtuellen Räumen
Und da kannst du jetzt wirklich auch mal deine Frage stellen. Vielleicht ein Thema, vielleicht ein Problem, was du gerade hast, egal in welchem Bereich. Und ich ziehe eine Karte und diese Karte werde ich zusätzlich zum Raum der Verletzungen mit in die Energieübertragung reinnehmen. Ja, konzentriere dich auf deine Frage und es geht los. Wow, und da fällt auch noch der Raum der Beziehungen dazu. Wie passend, also ihr seht, ne, es ist wirklich immer so, so geführt. Das ist unglaublich, wirklich wahr. Raum der Beziehungen und die Verletzungen, also da können wir dran arbeiten. Und es gibt auch wieder eine ganz, ganz tolle Meditation dazu bei den Karten. So, und jetzt starten wir aber. Ihr seht, ich komme schon wieder ins Schwärmen, ne, mit den Karten. Ja, ich verstehe dich und vertraue dir, haben wir als Affirmation. Und ich vergebe dir und mir, wir sind frei. Ja, mega passende Kombination. Und ja, stell dir einfach dein Thema vor, während ich jetzt die Energieübertragung mache. Und ich nehme jetzt mal ganz intuitiv auch meine Transformationspyramide dazu, um daran zu arbeiten, weil die eignet sich natürlich für solche Themen, die sich jetzt auflösen dürfen, mega, mega gut, ja. Wenn du in meiner Gruppe übrigens Lasse dein Licht strahlen bist, habe ich auch vor, zum Beispiel diese Pyramide jetzt wieder ins Angebot zu setzen, dann profitierst du auch immer von den Angeboten. Ja, also wenn du Interesse hast, dann beobachte das immer so ein bisschen. Und jetzt starten wir. Ja, setz dich entspannt hin. Atme nochmal aus und ja, gib wirklich nochmal so den Druck ab, den du jetzt hast, den Stress, den du vielleicht hast. Und hol dir jetzt nochmal dein Thema in die Gedanken. Und lass es jetzt los, ja, lass es jetzt los. Stell dir vor, du übergibst es jetzt den Engeln und sie bearbeiten es jetzt und transformieren für dich diese Verletzung, dieses Thema, vielleicht in Beziehungen, vielleicht in Freundschaften. Es kann sein, dass du das trotzdem körperlich spürst, obwohl wir ja jetzt ein Thema bearbeiten. Aber oftmals sind ja energetisch die Themen natürlich auch verknüpft mit unserem Körper, der feinstoffliche Körper mit dem physischen Körper. Und dann kann es natürlich sein, dass die Region, die das da betrifft, auch spürbar ist. Und atme tief ein und aus. Ja, und die Energien fließen durch all deine Chakren, durch all deine Energiekörper und laden dich auch wieder neu auf, ja, sodass du wirklich auch da, wo jetzt die Energien rausgehen, die sich transformieren dürfen, dieser Raum wird wieder aufgefüllt mit neuer, frischer Energie. Und das solltest du auch spüren, wenn du jetzt dem Thema wieder begegnest, dass du da auch anders reagierst, ja, dass du da nicht mehr so reagierst, wie du es vielleicht gewohnt bist oder wie du es kennst. Ja, und dann nimm einen tiefen Atemzug und atme nochmal wirklich alle Luft aus, die du jetzt in der Lunge hast. Und bedank dich bei den Engeln, bei der geistigen Welt, für die Transformation deines gewählten Themas. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende
des Videos wieder angekommen. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Die Energieübertragung hat dir geholfen. Und ja, komm gerne, wie gesagt, in meine Gruppe, lasse dein Licht strahlen und profitiere von den Rabatten. Gibt es immer wieder neue Sachen für euch, Überraschungen und auch bald wieder meinen Adventskalender. Ich freue mich schon drauf, da könnt ihr wirklich jeden Tag eine Überraschung gewinnen. Und ja, kommt gern dazu, ist vollkommen kostenlos. Ich freue mich auf dich und ich wünsche euch jetzt eine super schöne Woche und bis ganz bald. Tschüss. Glaube und vertraue, geh deinen Weg. Egal was andere sagen, du kennst den Weg. Verstecke dich nicht, komm und sei das Licht. Hey du, hör mir zu und geh deinen Weg. Lasse dein Licht strahlen. Strahlen.